Schauplatz Spielhalle. Deutschlands Zocker im Daddelfieber. Wenn du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz bist, gewinnst du. Eintauchen ins Glückslabor. Bei den Machern des Gewinnalgorithmus. Wenn Sie die versuchen anzubohren, ist der ganze Inhalt, den wir vorher programmiert haben, weg. Die große Leidenschaft, wo Jäger und Sammler um Automaten zocken. Ich habe ausgeschrieben für 159 Euro. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel, Richie. Wenn der Automat die Kontrolle übernimmt und das Leben auf dem Spiel steht. Manchmal habe ich bis 4.000 Euro in einem Wochenende gespielt. Ein Lagerraum bei Stuttgart. Die Schatzkammer von Wolfgang Weiß. Der Lkw-Fahrer ist Besitzer von rund 190 Glücksspielgeräten. Wert der Sammlung rund 35.000 Euro. Doch Wolfgang Weiß geht es gar nicht ums große Geld, sondern ums große Gefühl. Selbst wenn ich mir jetzt hier einen raussuchen müsste, ich wüsste gar nicht, für welchen ich mich entscheide, weil irgendwo habe ich zu allen einen Bezug. Das ist einfach schön, es sind lebende Bilder. Auch zu Hause in Filderstadt dreht sich bei Wolfgang Weiß und Ehefrau Anja alles um die Automaten. Ein Alltag voller Freispiele. Und ob nun am Ende der Automat gewinnt oder ein Ehepartner, zum Schluss bleibt doch alles in der Haushaltskasse. Ah, jetzt habe ich drei Sonnen. Ja, Ausspielung. Jetzt. Und. Hey! Ich bin besser wie du. Ja, doch, zuerst die Serie, du. Ja, glaubst es doch. Selbst wenn man die nur einschaltet und nicht dran spielt, ja, das ist einfach toll. Auch wenn man Fernsehen schaut oder so, hier im Hintergrund die Beleuchtung und so. Das ist einfach eine super Atmosphäre, macht was her, gell? Die beiden Geräte im Wohnzimmer stammen aus den frühen 90er Jahren. Wolfgang Weiß hat sie in neue Gehäuse gebaut und sich so zwei Unikate geschaffen. Die Leidenschaft für Daddelautomaten hat er seit seiner Kindheit. Mein Opa hat gern gespielt und hat dann gesagt, hier komm, schmeißt 5, 10 D-Mark rein zu der Zeit. Ja, und so ging das los. Und dann, das hat mich da schon fasziniert, ja, das ganze Geleuchte und Gemache. Das war einfach, war's Tolle. Und ja, dann musste man zu Hause auch einen haben. Und ja, Gott sei Dank wurde es mir erlaubt. Gell? Und so nahm es seinen Lauf. Seit 15 Jahren ist er intensiver Sammler. Allein in der Wohnung hortet er 19 Geräte. Spezialisiert hat er sich auf Automaten Baujahr 1980 bis 2000. Die meisten haben analoge Walzen oder Scheiben. Hier sind Nostalgiegeräte, das Klassikgehäuse von NSM Löwen. Da wurden insgesamt, so viel ich weiß, 19 verschiedene produziert. 18 Stück habe ich. Hier haben wir Geräte von Bally Wolf. Das sind auch Besonderheiten. Hier die Würfel. Die Geräte strahlen so viel Wärme ab, dass Wolfgang Weiß hier keine Heizung mehr benötigt. Oldie unter den Geräten ist dieser Duett von 1986. Sobald er die Automaten einschaltet, laufen sie im Demonstrationsmodus. Die Geräte sind fast alle auf Euro umgerüstet und mit Münzen befüllt. Das notwendige Rüstzeug hat sich Wolfgang über die Jahre selbst angeeignet. Man muss sie restaurieren zum Teil, man muss sie herrichten. Oftmals sind die Schlösser aufgebohrt, weil die Schlüssel verloren gegangen sind. Dies muss man alles machen und da habe ich auch meine Freude dran. Ja. Ehefrau Anja teilt die Sammelleidenschaft ihres Mannes und tut alles, damit die Automaten in Schuss bleiben. Zwischen 100 und 1000 Euro kostet ein gebrauchtes Gerät, je nach Zustand und Auflage. Der Sammler findet aber nur noch selten etwas, was er nicht schon hat. Schau mal, Schatzi, hier ist ein Tipptopp. Guck mal. Ah, ja, den hast du im Lager, gell? Genau, warte mal, ich mach mal größer. Siehst du? Ja. Das Internet ist noch die beste Fundgrube. Auch diese Monopoly-Rarität von 1993 hat Wolfgang Weiß im Netz aufgestöbert. Es ist eines der Prunkstücke seiner Sammlung. Man sieht's ja hier, gell? Also, ist ja wie am Tag 1 fast, ne? Findet man nicht alle Tage, weil zumal es von diesem Gerät nicht allzu viele gibt. Ja, die wurden so, also mir sind bekannt, dass es nicht mehr als 1000 hergestellt worden sind. Viele wurden dann ja, auch verschrottet, wurden entsorgt. Ja, und ein paar sind noch bei den Sammlern. Gell. Heute geht es mal wieder auf Beutezug. Für seltene Geräte fährt der Schwabe schon mal bis an die Nordsee oder lässt sie sich per Spedition liefern.
Die Leute, die Automaten anbieten, sind überwiegend Privatleute. Die hatten sich früher mal zu D-Mark-Zeiten sowas in den Partykeller gehangen oder in die Wohnung. Ja, nach der Euro-Umstellung sind dann viele im Keller, in der Garage gelandet. Und naja, viele heben es erst mal auf, haben es aufgehoben, bis dann halt dann doch der Entschluss kam, okay, ich trenne mich jetzt davon. Ziel der heutigen Reise, ein kleiner Ort bei Tübingen. Hier wohnt ein Automatentechniker, den Wolfgang Weiß über ein Internetforum kennengelernt hat. Die beiden haben sich seit 8 Jahren nicht mehr gesehen. Richie. Servus, Wolfgang. Schon lange nicht mehr gesehen, du. Oh, allerdings, du. Hey, servus. Hey, komm rein, servus. Ja. Wolfgang Weiß will bei Richie eine Rarität kaufen. Der Automatentechniker ist ebenfalls Sammler. Mein Gott, hey. Sieht ja fast aus wie bei mir, du. Guck mal, da steht der Nova. Ja, genau. Was du wolltest. Super, super. Ja, der fällt mir noch. Ein Nova Star Scheibenautomat aus dem Jahr 1990. Wir haben umgebaut auf Euro. Okay. Das sehe ich. Ja. Auch innen sieht er, guck mal, sieht ganz gut aus. Ja, top, top. Ich kann dir den jetzt auch noch mal schön vorführen. So ein Gerät hat Wolfgang Weiß schon einmal besessen. Doch wegen eines Totalschadens musste er es ausschlachten. Dieses hier scheint tadellos. Besonders die Siebdrucke auf den Scheiben sind wie neu. Das ist wichtig. Wenn die Geräte über Jahre hinweg falsch gelagert worden sind, in feuchten Räumen, Garagen oder sonstiges, dann kann es vorkommen, dass der Siebdruck von innen springt. Ja, und das, da kann man nachher letztlich, wenn es ganz dumm läuft, den ganzen Druck abziehen von innen. Richie besitzt 2 dieser Geräte. Deshalb kann er 1 davon abgeben. Ich habe ihn ausgeschrieben für 159 Euro. Was ich auch meine, was auf jeden Fall wert ist. 159, Stange Geld, gell? Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel, Richie. Unter Sammlern werden solche Automaten zwischen 100 und 160 Euro gehandelt, je nach Zustand und Verhandlungsgeschick. Ich mache dir ein Angebot. 139 und du kriegst noch eine CPU dazu. Falls dann irgendwas mal was schief geht und ich denk mal, Handruf. Ja, also gut. Okay, komm. Die CPU ist der Hauptprozessor eines Automaten. Davon hat Richie einige in seinem provisorischen Lager. Weil kaum Ersatzteile zu bekommen sind, schlachtet er alte Geräte aus und bewahrt alles auf. Von der Walze bis zur Platine. Es verbindet auch eine Jugendzeit. Früher, wo man in den Kneipen war, wo man vielleicht als Jugendlicher, als Teenager, da hingen diese Automaten. Man hat nebenher mit Kumpels hat man Bier getrunken und so weiter und hat diese Automaten gesehen. Und das erinnert einen auch ein bisschen an diese Zeit. Und deswegen habe ich mir da eigentlich diese Geschichte von damals hierher geholt. Wolfgang Weiß bekommt nun sein Bonbon. Das wichtigste Ersatzteil, das es für einen Automaten gibt. Das ist eine Steuereinheit, das Herzstück jedes Spielautomaten, damit überhaupt funktionieren kann. Bei Richie werden die Automaten gewartet und gesammelt. Aber wo werden sie hergestellt? Lübbecke im Nordosten Nordrhein-Westfalens. Produktionsstandort der Firma Gauselmann, dem deutschen Marktführer für Geldglücksspielgeräte. Die Automaten von heute sind Hochleistungsrechner. Von den Geräten des 20. Jahrhunderts ist nur das Walzenprinzip geblieben. Wenn man Videospiele hat, kann man ganz andere mathematische Modelle realisieren, als es früher bei den mechanischen Walzengeräten möglich war. Wie entsteht so ein Spiel und was macht es aus? Basis ist ein mathematisches Konzept. Es legt fest, wie häufig und in welcher Höhe Gewinne einlaufen. Für den Mathematiker sieht das so aus. Jedes Spiel besteht aus Gewinnsymbolen mit unterschiedlichen Wertigkeiten. Je höher die Wertigkeit, desto seltener das Symbol. Beim Spiel geht es immer um die Möglichkeit bestimmter Symbolverkettungen und deren theoretischen Häufigkeiten. Abhängig davon, wie wir die Symbole jetzt auf den Walzen verteilen, bekommen wir unterschiedliche Ergebnisse heraus. Und diese Verteilung, das sind die Stellschrauben im Prinzip. Wir können sagen, wir geben mehr von der einen Art von Symbolen oder mehr von der anderen Art. Wir geben ein bisschen höhere Gewinne bei bestimmten Symbolen. Und das ist die Grundlage für das gesamte Spiel. Ist das Spiel einmal berechnet, muss ein Thema her. Hier sind es die Wikinger. Die ersten Entwürfe sind noch sehr vage.
Ich habe am Anfang eher sehr einfache Ideen. Das lässt sich, glaube ich, auch hier an diesen ersten Handskizzen sehen. Sie sind noch nicht, da sind keine Verzierungen oder sie sind noch sehr schlicht gehalten. Und erst dann in der Ausarbeitung, manchmal sogar erst, wenn die Farbe dann auch da ist, dann fange ich mit den Feinheiten an. Ja. Historie und Abenteuer, gespickt mit heldenhaften Fantasiefiguren im Comic-Stil. Hier und da ein bisschen Hollywood-Anlehnung. Das ist die Erfolgsmischung. Bei jedem Thema ist wichtig, dass man es weltweit spielen kann. Am Ende schafft es rund die Hälfte aller Entwürfe bis zur Marktreife. Dieses Spiel mit ägyptischen Symbolen ist eines der erfolgreichsten. Sowohl in Asien, Afrika, Europa, USA, Südamerika gelten ägyptische Symbole als positiv, sind ja auch sehr schön. Gilt auch für Delfine. Es gibt also viele Delfinspiele. Delfine sind auch sehr positiv besetzt. Kann man überall nutzen. Es gibt allerdings auch Themen, da muss man schon sehr vorsichtig sein, um in einem bestimmten kulturellen Bereich da nicht Friktionen hervorzurufen. Das ist halt so. Und da muss man sehr aufpassen. Vor allem bei religiösen Themen drohen mögliche Verstimmungen. Den richtigen Ton treffen müssen auch die Sounddesigner. Ob Western, Wikinger oder antikes Rom, erfolgreich sind einfache Melodien mit opulentem Sound. Dieser Komponist kreiert gerade die Gewinnmelodien. Für ein moderneres Spiel könnte man dann natürlich gleich einsteigen mit sofort, muss es dann halt abgehen. Ne? Der Sound ist die akustische Visitenkarte des Spiels. Die Geräusche sollen neugierig machen und anlocken. Wenn jemand natürlich einen großen Gewinn hat und man hört das, das ist was ganz Besonderes. Das kommt nicht so oft vor. Und derjenige, der dann halt an dem Gerät sitzt, freut sich natürlich auch. Und hat dann natürlich auch gleich mehrere Leute um sich, die ihm dann Glück wünschen. Stehen Thema, Grafik und Sound, geht es ans Programmieren. Jetzt werden alle Zutaten miteinander verknüpft. Die Programmierer passen das Spiel auch an die Gesetze der unterschiedlichen Länder an. In Deutschland etwa darf ein Spieler nicht mehr als 60 Euro pro Stunde verlieren. In anderen Ländern können Gewinn oder Verlust höher oder niedriger sein. Am Ende geht das Spiel in den Testlauf. Er besteht aus 100 Millionen Einzelspielen. Bei der Simulation wird geprüft, ob die berechneten Kombinationsmöglichkeiten der Symbole und ihre Häufigkeitswahrscheinlichkeiten auch wirklich erzielt werden. Jedes Glücksspiel liefert auf lange Sicht immer das gewünschte Ergebnis. Kurzfristig aber lässt sich der Ausgang eines einzelnen Spiels weder steuern noch vorhersagen. Es verhält sich wie beim Roulette. Die Roulette-Kugel selbst weiß auch nicht, war ich letztes Mal in Rot oder war ich in Schwarz oder war ich vielleicht sogar in Grün. Das weiß eine Roulette-Kugel nicht und hier weiß das Spiel genauso wenig im Endeffekt, wo es war. Und jedes Ergebnis ist unabhängig von dem davor. Das Automaten-Flaggschiff des Unternehmens, die sogenannte M-Box. Eine Art iPhone der Geldglücksspielgeräte. Ergonomie trifft Psychologie. Der Spieler soll die Illusion der totalen Kontrolle haben. An der Entwicklung war auch das Fraunhofer-Institut beteiligt. Verkaufspreis rund 12.000 Euro. Ziel bei dieser Entwicklung war es, dem Spielgast nur das anzubieten, was wirklich für ihn wichtig ist. Das sind die Bildschirme und Bildschirminhalte, so wie wir sie sehen. Hier oben im Bildschirm der Gewinnplan, hier das Spiel selbst. Dann hat der Spielgast direkt verfügbar die Geldannahme, Geldausgabe und hier sein Bedienfeld. Wir wollen dem Spielgast das bieten, was für ihn wichtig ist, nämlich das Spielsystem. Gebaut werden die Geräte am Produktionsstandort in Lübbecke. Ausgangsform ist immer ein leerer Holzkasten, den die Monteure mit verschiedenen Baugruppen wie Münzprüfern und Geldscheinakzeptoren bestücken. Ein einziger Glücksspielautomat besteht aus 4.940 Einzelteilen und 530 Schrauben. In jedem Gerät stecken auch 234 Meter Kabel. Angeliefert werden endlos Stränge. Verschiedene Maschinen schneiden sie zurecht und versehen die Enden mit Steckverbindungen.
Dann verknüpfen mehrere Teams die Stränge zu passenden Kabelbäumen. Die werden dann in den Automaten verbaut. Am Ende der Montagelinie bekommt jeder Automat seine beiden Monitore für Gewinnplan und Spielablauf verpasst. Das Werk kann bis zu 2000 Automaten pro Woche fertigen. Die genaue Stückzahl richtet sich nach der Auftragslage. Hier werden die Geräte für verschiedene Märkte konfiguriert und gehen dann in einen Probelauf. Die Software enthält bis zu 60 Spiele. Für jedes Land gibt es unterschiedliche Pakete. Um die Geräte zu konfektionieren, bekommen Sie einen Chip eingepflanzt, der Konfigurationsdaten enthält, etwa die Freischaltungen bestimmter Spiele und Funktionen. Das ist jetzt speziell für die Niederlande, ist auch gekennzeichnet, auch ein Exportgerät. Auch Geldeingabe- und Geldausgabeeinrichtungen werden für unterschiedliche Währungen konfiguriert und getestet. Die Zeiten reiner Münzgeräte sind vorbei. Neue Scheine stellen die Konstrukteure immer wieder vor Herausforderungen. Deswegen testen wir mit den alten 10-Euro-Scheinen die neuen 10 Euro. Das müsst ihr beide annehmen. Und es kommt schon mal vor, dass einer von beiden verweigert wird. Dann müssen wir das Gerät rausnehmen und ein neues ersetzen. Jede geprüfte Einheit erhält einen Barcode. So kann man später alle Komponenten dem Gerät zuordnen. Gesamtbauzeit pro Automat sind 14 Stunden. Die 700 Mitarbeiter produzieren auch verschiedene Wandgeräte. Sie sind vor allem für Bars und Kneipen bestimmt. Pro Jahr werden hier 40.000 Automaten gebaut. Die meisten gehen als Mietgeräte an Spielhallen und Ausstellerfirmen. Faszination Geldglücksspiel. Trotz Online-Zocke und Wettbüros. Die Leidenschaft für Daddelmaschinen und Spielhallen ist ungebrochen. Rund 4,5 Milliarden Euro spielen die rund 267.000 Automaten in Deutschland pro Jahr ein. Es muss etwas geben, das 5 Millionen Deutsche regelmäßig und weitere 5 Millionen gelegentlich an die Automaten fesselt. Zu Hause ist es langweilig, hier hat man halt mehr Leute, die man auch so kennenlernt. Eigentlich ist es Zeitvertreib. Wie beim Angeln. Beißt einer an, ist gut, beißt keiner an, ist auch gut. Hauptsache, du hast gesessen und hast deine Ruhe gehabt. Und so ist es bei deinem Automat auch. Wiesbaden, eine Casino-Hochburg. In dieser Spielhalle herrscht von morgens bis nachts Hochbetrieb. Am Wochenende kommen bis zu 150 Gäste täglich. Im Durchschnitt bleibt jeder von ihnen 1,5 Stunden. Doch hier reinzukommen, ist gar nicht so einfach. Hallo. Jeder, der neu ist, muss erst mal an der Spielhallenaufsicht vorbei. Auch wenn die Dame ihren Gästen ansieht, ob sie volljährig sind, ohne Ausweis geht trotzdem gar nichts. Dankeschön. In Hessen gibt es eine Datenbank, in der sich Spielsüchtige erfassen und sperren lassen können. Jede Aufsicht muss über den Ausweis die Daten abgleichen. Nur wer als nicht spielsüchtig registriert ist, darf rein. Dankeschön, viel Spaß. Bitte. Danke. Stammgäste können ihre Daten auch von der Spielhalle speichern lassen. Der Datenabgleich funktioniert dann über einen Fingerprint-Scanner. So geht es schneller an die Automaten. Besitzer der Spielhalle ist Andreas Braun. Der 43-Jährige hat das Unternehmen vor 20 Jahren von seinen Eltern übernommen. Hier gibt es gleich mehrere Räume mit Automaten. Sogar Roulette können die Gäste spielen. Gesetzt wird per Touchscreen. Der Automat macht den Croupier überflüssig. Weil der Staat das Zocken begrenzen will, dürfen pro Spielhalle nur 12 Automaten stehen. Hier aber stehen 36. Der Trick: Andreas Braun hat seine Spielhalle in 3 eigenständige Casinos aufgeteilt. Hier sehen Sie, das ist unser Casino 3. In jedem Casino steht die maximal erlaubte Menge an Glücksspielgeräten. Die Aufteilung zu separaten Casinos ist in der Branche üblich. Das ist wieder eine Konzession mit 12 Geräten insgesamt, die sich auf die konzessionierte Fläche entsprechend hier verteilt. Mindestens 150 Quadratmeter sind bei 12 Automaten Vorschrift. Doch es gilt nicht nur die Gesetze einzuhalten, sondern auch Kunden zu binden. Der Wohlfühleffekt ist natürlich ein ganz wichtiger. Das können Sie mit Farben, mit Licht erreichen. Wir haben hier viel auch dimmbares Licht, indirektes Licht. Wir schaffen
kleine Nischen, wo die Kunden ein bisschen intimer ihre Ruhe haben. Wir schaffen wieder größere Räumlichkeiten, wo die Kunden ein bisschen Freizügigkeit haben. Also im Prinzip ein guter Mix zwischen diesen Dingen, das macht es eigentlich letztendlich aus. Bei Zockern besonders beliebt ist das Videoglücksspiel. Das Grundprinzip ist immer gleich. Ein Spiel kostet 20 Cent und dauert kaum länger als 5 Sekunden. Der Geldeinsatz wird in Spielpunkte umgewandelt. Die meisten Spiele haben virtuelle Walzen, die sich nebeneinander drehen. Der Spieler kann sie selber stoppen oder eine Spielautomatik laufen lassen. Erscheinen bestimmte Symbole in bestimmter Kombination oder Häufigkeit, gibt es Gewinnpunkte oder Freispiele. Erst durch Freispiele oder Risikoausspielungen kann man höhere Gewinne erzielen. Die kann sich der Spieler auszahlen lassen oder den Gewinn auf dem Automaten belassen und so länger spielen. Rena und ihre Mutter Elfriede sind Stammkunden. 2 bis 3 Mal die Woche wird gemeinsam gezockt. Ja, in die Disco können wir nicht mehr zusammen gehen. Also gehen wir halt mal in die Spielhalle. Das Schöne an dem Spiel ist halt immer dieses, krieg ich ein Freispiel, krieg ich kein Freispiel. Und manchmal dumm auch so gegenseitig ein bisschen foppen. Die beiden bleiben so lange, bis sie zusammen 30 Euro auf den Kopf gehauen haben. Jetzt bin ich Witwe, jetzt kann ich mir das alles erlauben. Jetzt mache ich das halt so ab und zu. Zurück bei Automatenjäger Wolfgang Weiß. Nachdem er sich mit Sammlerfreund Richard Albrecht handelseinig geworden ist, kann er dessen weitere Sammlung bewundern. Die imposantesten Raritäten hängen hier im Wohnzimmer. Darunter einige Prototypen aus den 80er Jahren. Aber das war das Interessante damals. Ja. Das war der erste Automat, glaube ich, wo die Risikoleiter hatte. Gell, Richie? Ja, bei Grausinger. Ja. Ja. Und es war klasse, man konnte hier auch bis 100 drücken. 100 Freispiele, der Traum jedes Zockers. Ach, 100! Das ist 100. Ja der Hammer. 100! Hey Wolfgang, siehste, da muss ich kaum kommen. Kommst du hierher und schon shepherds. Da bin ich 8 Jahre nicht bei dem Kerl und dann komm ich einmal her und 100. Hey, hab ich hier noch nicht gehabt. Den eigentlichen Hauptgewinn aber hat sich Wolfgang schon vorher gesichert. Einen antiken Nova Star Automaten samt Ersatzprozessor. Beides zusammen für 140 Euro. Okay, alles klar. Du, ich danke dir, Wolfgang. Gell? Alles, Roger. Gut. Das Wandgerät von 1990 wiegt rund 50 Kilo. Hier spricht die CPU noch. Okay. Also, Wolfgang, mach's gut. Gell? Ja, tschüss. Auch. Wir sehen uns. Ciao. Bye. Ein Beutezug, der sich für den Automatenjäger gelohnt hat. Man freut sich über den Erfolg, einfach den Erfolg zu haben, sowas zu finden. Ja, und dann, ja, das macht, ja, das ist es. Zu Hause fehlt Wolfgang Weiß schon lange der Platz, um alle Schätze unterzubringen. Deshalb hat er sich an einem sicheren Ort ein Privatmuseum geschaffen. Hier hortet er an die 190 Automaten. 100 weitere musste er aus Platzmangel wieder abstoßen. Das Besondere an seiner aktuellen Beute erschließt sich nur dem Kenner. Das Besondere an diesem Nova ist, dass er nicht nur die Gewinnsymbole Nova-Stern hat, sondern auch die Merkursonne. Das ist normalerweise nicht so. Normal sind es entweder die Symbole oder die. An dem Gerät sind beide vorhanden. Das Innenleben eines Automaten war Anfang der 90er noch nicht gänzlich digital. Hier ist die CPU, die Steuereinheit, das Herzstück vom Automaten. Von hier aus wird alles gesteuert. Alles im Originalzustand. Nur die Münzeinheit ist auf Euro umgerüstet. Wenn die Münzröhren voll sind, fallen die Geldstücke in die Kasse. Platinen und Maschine sehen aus wie am ersten Tag. Nun muss sich das antike Gerät am neuen Standort erstmal einlaufen. Ja, super. Funktioniert hier alles. Sieht top aus. Ja, hoffentlich finden wir mal die Tage auch Zeit, dass man so ein bisschen spielen kann. Ja. Die Geschichte der Glücksspielautomaten reicht zurück bis ans Ende des 19. Jahrhunderts. Den Anfang machen solche Stand-Slots. Der Spieler setzt Münzen auf eine Farbe und dann eine Roulette-Scheibe in Bewegung. Stimmen die Farben überein, gibt es einen Gewinn. Später kommen die ersten Slot-Machines. Sie erinnern an Registrierkassen, haben gusseiserne Gehäuse und stehen auf den amerikanischen Lebensmittelgeschäften. Das System? Mit dem Hebel werden 3 Walzen in Bewegung gesetzt.
Die Fruchtsymbole sind noch heute beliebt. Es sind Überbleibsel von Warenautomaten, über die man Fruchtgummis kaufen konnte. Erfunden hat die Slot Machines ein ausgewanderter Schwabe. Er hatte auch die Idee, seine Erfindung in Gaststätten aufzustellen und Wirte am Gewinn zu beteiligen. Seit den 50er Jahren boomen Geldglücksspielgeräte auch bei uns. Zunächst als sogenannte Einscheibenautomaten, später als Geräte mit drei Walzen. Seit den 70er Jahren prägen die Geräte die deutschen Eckkneipen- und Spielhallenkultur. Der erste Automat des heutigen Marktführers kam 1977 auf den Markt. Automatentechniker Mike Föhr auf Reparaturfahrt durchs Ruhrgebiet. Erstes Ziel, eine Fußballkneipe in Dortmund. Ein Automatenaufsteller hat ein defektes Gerät gemeldet. Grüß dich, Andreas. Tag, hallo. Mike. Hi, grüß dich. Alles gut? Wie geht's dir? Danke. Ja, super. Was hast du mit deinem Automat? Ja, hier haben wir leider Probleme mit der Auszahlung bei dem Automaten. Der macht immer wieder Theater, dass nicht genug Geld rauskommt oder beziehungsweise macht einen Alarmton. Okay, gut, dann schauen wir mal nach. Ja, gerne. Der Automat gehört nicht der Gaststätte, sondern dem Automatenaufsteller. Unternehmer Andreas Lingen hat seine Geräte in verschiedenen Gaststätten aufgehängt. Ich würde sagen, wir probieren mal eben kurz aus mit der Münze. Genau, gucken wir mal, was er macht. Wo das Problem liegt. Vom Geld, was das Gerät einspielt, erhält der Gaststättenbetreiber eine Provision. Doch momentan macht der Automat Probleme. Da, 14:30. Das, der Gastronom sagt, andauernd immer wieder dieser Fehler. Da müssen wir unbedingt nachgucken. Okay, dann schauen wir uns mal die Hopper an, wo die Münzen rauskommen. Bitte schön. Die Münzen werden beim Einwurf automatisch geprüft und fallen dann in einen der sogenannten Hopper, einen Vorratsspeicher für jede Münzart. Diese geben auch Gewinne und Wechselgeld aus. Der Techniker vermutet, dass einer der Münzkanäle blockiert ist. So, dann haben wir hier jetzt den 20-Cent-Hopper. Ah, und wenn wir hier sehen, in dem Auszahlkanal sitzt eine Münze drin. Die ist verbogen, die würde ich jetzt rausnehmen und dann mal schauen, ob es danach wieder funktioniert. Wie eine Münze derart verbiegen und dann hier landen kann, können sich die beiden nicht erklären. Das kann viele Ursachen sein. Vielleicht mal was drüber gefahren oder keine Ahnung. Die versuchen natürlich schon immer wieder mal mit irgendwelchen Sachen uns zu ärgern, dass wir immer wieder Einsätze fahren müssen, dass sie uns Papierschnipsel oder sonst was in den Automaten reinstecken. Aber es ist nicht überall Regel, ja. Die verklemmte Münze ist beseitigt, der Auszahlkanal wieder frei. Wegen der Verstopfung konnte der Automat einen Gewinn nicht auszahlen. Der Wirt musste einspringen. Hier ist das Restgeld aus dem Automaten, das du dem Kunden ausgelegt hast. Das gibst du dem Kunden. Es waren leider 20 Cent drin. Ganz, ganz dummer Fehler. Die waren leider krumm gewesen. Da siehst du, das war leider die Münze, die es verursacht hat. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Okay, super. Dann sag ich Bescheid. Andreas. Mike. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gute Einfahrt. Danke dir auch. Bis dann. Tschüss. Als Techniker ist Mike Föhr immer unterwegs. Seine Firma hat mit Automatenaufstellern und Spielhallen Wartungsverträge geschlossen. Sobald irgendwo ein Gerät Probleme macht, ist Mike zur Stelle. Nächster Termin, eine Spielhalle in Krefeld. Schönen guten Tag, Mike Föhr von der Firma Dausemann. Ihr habt eine Störung gemeldet? Ja, und zwar am Gerät Nummer 8 ist wohl eine Scheinverklemmung. Okay, dann schaue ich mir das mal an. Den Schlüssel von dem Gerät haben Sie da? Wo ist der Schlüssel? Ja, die Nummer hier. Dankeschön. Dann schaue ich mal nach. Ja. Obwohl der Automat defekt sein soll, ist das Gerät noch eingeschaltet. So, bei Reparaturen an dem Gerät schalten wir das Gerät eigentlich standardmäßig immer aus, damit nichts passieren kann. Verklemmtes Geld, ein häufiges Problem bei Glücksspielautomaten. Ja, hier sieht man das schon. Der 10-Euro-Schein ist hier oben verklemmt. Fragt sich nur, warum. Am Geldschein selbst kann es kaum liegen, der ist echt. Normalerweise bleiben die nicht hängen, aber es kann jetzt zum Beispiel sein, dass durch eine Verschmutzung die Transportbänder nicht sauber gelaufen sind und er deswegen verklemmt war. Deshalb gehört das Reinigen der Transportbänder und Prüfsensoren zu den regelmäßigen Wartungsarbeiten.
Das Prüfen der Geldscheine funktioniert über Lichtschranken und Messfühler. Ein Automat, der weder Geld annimmt noch ausgibt, ist für alle Beteiligten ein schlechtes Geschäft. Zum Schluss noch ein Test. Einzug und Ausgabe scheinen wieder zu funktionieren. So, die Störung an dem Gerät ist erledigt. Ja. Hier haben Sie einmal den Schlüssel zurück. Dankeschön. Die 10 Euro waren verklemmt. Die 10 Euro gehören einem Spielgast, der nun von der Spielhallenaufsicht benachrichtigt wird. Mike Föhr kann nun den nächsten Einsatz anpeilen. Was regelt eigentlich, ob ein Spieler Glück oder Pech hat? Zurück beim Marktführer für Geldglücksspielgeräte. Technikchef Werner Schröer lüftet das Geheimnis. Kernstück eines Geldgewinnspielgerätes ist die zentrale Steuereinheit. Das ist sowas wie ein Motherboard. Zur Funktion braucht die Steuereinheit aber eine Software. Hier laufen die Spiele ab, hier läuft auch das Geldmanagement ab, also die Kommunikation mit den Münzprüfern, mit den Geldscheinakzeptoren, wenn Geld reinkommt oder Geld ausbezahlt wird. Und letztendlich entscheidet sich hier, gewinnen Sie, verlieren Sie, haben Sie ein bisschen Pech oder ein bisschen Glück. Ob Glück oder Pech, alles beginnt mit der Leiterplatte. Darauf werden kleinste elektronische Bauteile, das sogenannte Hühnerfutter, aufgesetzt. Revolverbestückung nennt sich das Verfahren. Die Leiterplatten durchlaufen nun bei 250 Grad einen riesigen Backofen. Durch die Hitze verbinden sich die Bauteile mit einer Lötpaste und sind nun fest fixiert. Anschließend folgt der Funktionscheck. Dazu wird jede Platine mit einem sogenannten Nagelbrettadapter mit einem Prüfprogramm verbunden. Dieses testet auf Kurzschlüsse und korrekte Bestückung. Eine defekte Platine wandert mit Fehlerprotokoll zur Reparatur. Funktionstüchtige Platinen kommen in den sogenannten Loader. Hier wird ein Betriebssystem aufgespielt, das die spätere Programmierung ermöglicht. Der Begriff Datenbank trifft hier besonders zu, denn die Leiterplatten kommen jetzt in ein Panzergehäuse aus Metall. Dort werden sie mit verschiedenen Licht- und Temperatursensoriken verbunden. Die Sensorikelemente sollen mögliche Angriffsszenarien erkennen und vor Manipulation schützen, etwa durch Anbohren. Nach dem Verschrauben der Leiterplatte ist die Sensorik scharf. Wenn Sie die versuchen anzubohren oder die zu öffnen, ist der ganze Inhalt, den wir vorher programmiert haben, weg. Der Inhalt, die Software, enthält auch die Spiele samt ihren Gewinnalgorithmen. Zum Schutz vor Manipulation und Piraterie können nur zwei Mitarbeiter gleichzeitig den Überspielungsprozess durchführen. Sobald die LED grün anzeigen, ist der Prozess beendet. Die Leiterplatten sind nun Träger von bis zu 60 Spielen, der Automatensteuerung und den Gewinnalgorithmen. Zurück bei Servicetechniker Mike Föhr. In Wickede an der Ruhr wartet schon wieder einer seiner Großkunden, Automatenaufsteller Andreas Lingen. Schönen Morgen, hallo. Guten Morgen, Mike. Alles gut? Danke. Gut hier rüber gefunden? Sehr gut. Dann haben wir die Umrüstung heute? Ja, lass uns reingehen. Jawohl. Diesmal geht es in einen Western-Salon. Morgen. Morgen. Der einzige Automat steht gleich neben dem Tresen. Ja, hier haben wir das gute Stück. Die beiden wollen ein neues Spielepaket installieren. Dazu macht Andreas Lingen zuerst ein Backup. Dabei überspielt er per Bluetooth alle auf dem Automaten gespeicherten Daten und druckt ein Protokoll aus. Hier steht die komplette Statistik drin. Hier steht drin, was wir an Beständen, an Geldbeständen haben in dem Gerät. Die müssen natürlich dann nachher in das neue Spielepaket wieder eingegeben werden, sodass dann die komplette Datenerfassung zu 100% gegeben ist. Früher mussten ganze Automaten getauscht werden, wenn die Spiele nicht mehr attraktiv waren. Heute reicht ein Tausch von Software und Speicherkarte. Und das Gerät startet jetzt mehrmals neu, um die neue Software einzulesen. Und das dauert rund 15 Minuten.
Aus Jugendschutzgründen muss der Automat da hängen, wo die Wirtin Gerät und Spieler im Auge hat. Die Profite des Automaten sprudelten in der Kneipe zuletzt nicht mehr ganz so üppig, glaubt sie. Es ist immer so eine Sache, was der Kasten schmeißt und was er frisst. Ne? Und zurzeit schmeißt er mehr, als dass er frisst. Das ist dann nicht ganz so gut für uns. Der Automat bleibt zwar hängen, bekommt aber eine neue Bezeichnung und neue Spiele. Weil dies den Charakter grundlegend ändert, gibt es von Mike eine neue Zulassungsnummer. Ja, das muss alles seine Richtigkeit haben, ne? Dass jedes Gerät seine separate Nummer hat und nicht mehrfach vergeben ist. Um das Gerät freizuschalten, ruft der Techniker über das Internet noch einen Code ab. Dann kann er die Konfiguration abschließen. Und Andreas Lingen die zuvor gesicherten Daten wieder auf den Automaten zurückspielen. In Kneipen werden Spielepakete alle 12 bis 18 Monate getauscht, in Spielhallen zweimal im Jahr. Der Münzwurf entscheidet, ob alles funktioniert. Durch das Auszahlen prüfen wir auch einmal, ob das funktioniert, und dann ist das Gerät soweit fertig. Hier können die Münzen wieder klingen. Und für einsame Cowboys ist die Einkehr im Saloon nun wieder ein Volltreffer. Es gibt ja auch Momente, wo halt weniger los ist, und dann können die sich sehr gut damit beschäftigen. Ne? Und wir machen auch unheimlich viel Spaß daraus, so Wettkämpfe, ne? Wer schafft da was rauszuholen, wer nicht. Die Automatenprofis haben ihren Job erfüllt. Seit 14 Jahren ist Mike Föhr bereits als Servicetechniker unterwegs. Dabei hat er schon einiges erlebt. Kuriosester Einsatz war, als ich mal in eine Spielhalle gekommen bin und einen Stuhl in einem Geldspielgerät drinstecken hatte. Da war ein Gast irgendwie sehr unzufrieden und hatte sich den Stuhl dann geschnappt und diesen dann ins Gerät geworfen. Der nächste Einsatz wartet in Dorsten, nördlich von Essen. Hier wird der Techniker schon sehnsüchtig erwartet. Schönen guten Tag. Schönen Tag. Föhr, Firma Gausemann, hallo. Ja, klasse, da ist ja der Monteur. Sie haben eine Störung gemeldet? Ja, genau. Haben wir hier an unserem Löwengerät, ja. Gerät Nummer 9. Mhm. Da ist der Monitor ausgefallen. Ja. Ne? Schauen Sie mal, den genauen Defekt weiß ich sonst allerdings nicht. Okay. Ne? Aber prüfen Sie, ja, danke. Schau ich mal nach. Dankeschön. Ja. Ein Automat unterscheidet nicht zwischen Dieb oder Techniker, wenn man ihn öffnet. Der macht einen Türalarm beim Öffnen, als Hinweis fürs Personal zum Beispiel, wenn jetzt einer versuchen sollte, die Tür zu öffnen, dass sie gucken kann, halt, was damit passiert. Also ich würde jetzt einmal den Spannungsstecker von dem Monitor abziehen und kontrollieren. Der muss 12 Volt haben. Weil der Bildschirm schwarz bleibt, will Mike Föhr prüfen, ob er überhaupt Strom bekommt. Dazu kontrolliert er das Netzteil mit einem Messgerät. So, die Spannungsversorgung über das Netzteil ist da. Es kann jetzt sein, dass da ein Kontaktproblem war an dem Stecker oder dass das Netzteil Aussetzer hat. Wir probieren es jetzt erstmal aus, ob der Monitor wieder funktioniert. Offenbar ein Wackelkontakt, denn der Monitor läuft plötzlich wieder. Ein Defekt zur falschen Zeit kann durchaus gefährlich werden. Der Super-GAU ist dann natürlich immer, wenn ein Gerät dann mitten im Spiel ausfällt, ne? Dann wäre normalerweise ein Gewinn möglich gewesen. Dann sind viele ärgerlich, reagieren auch ganz unterschiedlich. Welche bleiben ganz ruhig dabei. Andere wiederum, die werden dann natürlich ein bisschen nervös oder aggressiver. Ne? Also man hat so querbeet so eigentlich alle Dinge. Wenn ein defektes Gerät keine Gewinne auszahlen kann, springt in der Regel der Betreiber in die Bresche und versucht, sich mit dem Spieler zu einigen. Der Monitor läuft zwar wieder, aber Mike Föhr will hier lieber auf Nummer sicher gehen. Hat's geklappt? Oh ja, so, okay. Der Bildschirm läuft. Prima. Na, da sind wir erleichtert. Das ist einmal der Schlüssel zurück. Ja. Ich bestelle Ihnen aber vorsorglich ein neues Netzteil, damit der Fehler nicht wieder auftritt. Ja. Weil es kann sein, dass die Spannung vom Netzteil nicht gehalten wird durch Wärme oder so. Ja. Dann tauschen wir Ihnen das vorsorglich aus. Ja, okay. Prima. Dann herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, guten Heimweg. Danke, ja, tschüss. Ja, tschüss. Innerhalb von 24 Stunden wird das Netzteil geliefert und kann eingebaut werden. Wiesbaden-Bierbrich. Zu den Aufgaben von Spielhallenaufsicht Andrea gehört es hier, die Automaten zu überwachen und Wechselgeld nachzufüllen. Vor allem dann, wenn sie an Spieler nichts mehr auszahlen können. Noch mehr Aufmerksamkeit aber brauchen die Spieler. Besonders, wenn sie das Glück im Stich lässt. Viel Glück noch.
wenn wir jetzt merken, ein Gast hat viel verloren, reagiert angespannt, dann gehen wir halt hin und sagen, komm, mach doch mal ein Päuschen, entspann dich und suchen halt dann auch das Gespräch, um ihn wieder ein bisschen auf den Boden zurückzubringen. Die Automaten müssen so programmiert sein, dass ein Spieler nicht mehr als 60 Euro pro Stunde und Automat verlieren kann. Für die Jagd nach dem Jackpot hat jeder seine eigene Strategie. Spieler, die sehr oft da sind, drücken das ständig hoch, runter, seitlich. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Wenn du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz bist, gewinnst du. Ein bisschen Geschicklichkeit gehört schon dazu. Also wenn sie dann einfach durchlaufen, lass ist er weg mit dem Geld. Entweder der Automat will oder er will nicht. In jeder deutschen Spielhalle muss alle zwei Automaten eine Barriere stehen. Sie soll erschweren, dass Spieler an mehreren Geräten gleichzeitig zocken. In vielen Betrieben bekommen Gäste sogar Gratisgetränke oder Snacks gereicht. In Hessen aber ist damit Schluss. Wer sich stärken will, muss das Spielen abbrechen und in ein Bistro gehen. Denn alles, was Betreiber unternehmen, um das Automatenspiel zu verlängern, ist verboten. Ja, da gibt es ein ganz kurioses Gerichtsurteil dazu, dass ich an meinen Kunden einen Apfel geben darf. Aber wenn es eine Banane ist, ist das nicht mehr zulässig, weil der Gesättigungsgehalt einer Banane ist höher als die von einem Apfel. Das wiederum die Verweildauer des Kunden erhöht und das ist nicht gewünscht. Zu den Aufgaben von Spielhallenaufsicht Andrea gehört auch, Aushilfen einzuarbeiten. Die müssen im Bistro nebenan kleine Snacks zubereiten können. Würstchen fällt hier oben rein, hier unten durch. Hier wird es erwärmt. Und kommt dann hier unten raus. Alles steht unter genauer Beobachtung. Zum Schutz vor Überfällen und Gerätemanipulationen sind alle Räume mit mehreren Kameras überwacht. Eine Vorschrift der Berufsgenossenschaft. Halle 3, Halle 1, links. Zusätzlich sind alle Räume mit Alarmanlagen gesichert. Für den Notfall ist ein externer Sicherheitsdienst in Alarmbereitschaft. Hier ist der Aufpasser auch gleichzeitig Techniker. Hallo Frau Möller. Sie hatten defekte Geräte gemeldet? Ja. Gucken wir gerade mal die Liste? Ja, gerne. Ich komme zu Ihnen. Der Sicherheitstechniker leert auch die Automatenkassen. Heute aber steht eine Reparatur an. Der 16001 hat die Starttaste kaputt. Ja, da ist auch schon. Die Quittung. Wunderbar. Gut, dann gehe ich mal nachschauen. Ja, danke. Gut. Schön. Jeder Automat hat sein eigenes Schloss. Nur die Spielhallenaufsicht und der Sicherheitsdienst haben die Schlüssel. Eine Taste soll defekt sein. Offenbar das Resultat eines intensiv geführten Spiels. Der ein oder andere spielt schon sehr heftig mit sehr heftigem Tastendruck. Ja, da muss man manchmal den einen oder anderen auch mal, wenn man es mitbekommt, mal darauf ansprechen und mal darauf hinweisen, dass das nicht ganz so heftig sein muss. Die Taster gehören zu den häufigsten Verschleißteilen und gehen oft kaputt. Aber der Techniker ist vorbereitet. Die gängigen Ersatzteile haben wir immer am Lager. Die haben wir eigentlich immer da. Großteile oder ganz exotische Teile bestellen wir dann direkt beim Service der Hersteller. Die sind auch relativ kurzfristig verfügbar und sind dann relativ zügig eigentlich auch zum Einsatz bereit da. Der Austausch ist innerhalb von wenigen Minuten erledigt, denn Zeit ist Geld. Nun kann sich der nächste Spieler an der Start- und Stopptaste abreagieren. Gerät funktioniert, einwandfrei, ist freigegeben. In dieser Halle könnte das Spiel bald aus sein. Eine neue Glücksspielverordnung hat mehrfach Konzessionen verboten. Dann dürfen hier nur noch 12 Automaten stehen. Für Betreiber Andreas Braun würde sich das nicht mehr rechnen. Nun zittern Mitarbeiter um ihren Job. Wo die Spielhallendichte zu groß ist, sollen einige Einrichtungen ganz verschwinden. Vielleicht ein Berufsverbot eigentlich. Und keiner weiß auch, wie die Behörden letztendlich entscheiden werden, wer darf bleiben, wer muss gehen. Die Jagd nach dem großen Gewinn. Für einige endet sie hier. Rund 444.000 Menschen gelten in Deutschland als krankhaft spielsüchtig. Und es trifft besonders häufig Automatenspieler. Dr. Susanne Pechler und ihr Team betreuen in der psychiatrischen Einrichtung einer Münchner Klinik Patienten, für die die Spielhalle zur Hölle geworden ist. Zu uns kommen die Patienten meistens, wenn sie wirklich alles verloren haben oder wenn die Krise so arg ist, dass sie sagen, ich will überhaupt nicht mehr leben. Ja? Und dann auch, man sieht, okay, die Depression ist so stark
oder andere psychiatrische Erkrankungen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt in eine Behandlung kommen. Dieser Spieler hat die Hölle gerade durchlitten. Der Familienvater ist seit 6 Wochen in stationärer Behandlung. Wie bei vielen anderen Spielern ist ein hoher Gewinn der Einstieg in die Spielsucht. Alles beginnt damit, dass er einem Bekannten beim Zocken zuschaut. Da war ein Spielautomat, der hat da reingeschoben, 20 Euro. Und 10 Minuten später hat er 600 Euro rausgeholt. Am nächsten Tag bin ich auch selber lokal gegangen, habe ich auch selber 20 Euro eingesteckt. Ein paar Drehungen später habe ich 1500 Euro gewonnen. So hat es bei mir angefangen. Der Einstieg in die Sucht. Fortan spielt er wie besessen, meistens an mehreren Automaten gleichzeitig. Jede freie Minute verbringt er in Spielhallen oder Gaststätten. Um seine Sucht zu finanzieren, macht er mehrere Nebenjobs, schläft kaum noch. In den 8 Jahren seiner Spielerkarriere verzockt er beim Automatenspiel rund 80.000 Euro. Man meint, wenn man da drin ist, gewinnt man wieder zurück. Am Anfang hast du auch gewonnen, jetzt holst du auch wieder raus. Manchmal habe ich bis 4.000 Euro in einem Wochenende verspielt. Vor den Kollegen hält er die Sucht geheim. Erst spät vertraut er sich der Familie an, gibt sogar die Kreditkarte ab. Trotzdem spielt er weiter, tagelang ohne Unterbrechung, bis zum gesundheitlichen Kollaps. In Therapiegesprächen soll er zunächst verstehen, warum er den Automaten so verfallen ist und was das Spielen bei ihm auslöst. Wie war es ganz konkret, wenn Sie vor dem Automaten gesessen sind? Wenn Sie da vor dem Automat stehen, bringen Sie die ganz andere Welt. Das sieht Sie richtig in den Automat rein. Spielsucht beginnt mit Kontrollverlust, obwohl viele Betroffene das gar nicht bemerken. Also ein Spieler glaubt, wenn er diesen Button drückt, kann er wirklich kontrollieren, wann ein Spiel zu Ende geht oder wann die Früchte erscheinen, immer die gleiche Reihe. Aber es ist eine Illusion. Dem Spieldrang widerstehen, die Kontrolle über das Ich wiedergewinnen, Gefühle aufarbeiten. Vielen Patienten fällt es schwer, den Adrenalinkick gegen die plötzliche Ruhe einzutauschen und sich auf sich selbst einzulassen. Helfen kann zum Beispiel diese Kunsttherapie. Es ist manchmal schwierig, im Hier und Jetzt zu bleiben, wenn man keine andere Tätigkeit hat. Insofern bringt man das eben ein in die Therapie, um auch wieder alte Gefühle zu reaktivieren, Positives einzubringen und den Patienten auch im Hier und Jetzt halten zu können. Eine Therapie ist der erste Schritt, sich die Sucht einzugestehen und zu akzeptieren, dass am Ende immer der Automat gewinnt. Jetzt habe ich gelernt, dass man süchtig wird, so wie Alkohol oder Drogen. Dann zieht sie wie Magnet in diesem Automaten und sie kommen nicht weg. Der Weg aus der Automatenumklammerung, hier hat er gerade erst begonnen.